So. Warte. Oh, 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 oh. Da geht's ja schon los. Ich wollte gerade sagen, hier sind doch sonst immer direkt schon Gegner. So. Die sind tot. Und hier ist ein Tor. Aber da kommen wir leider noch nicht rein. Beziehungsweise es wird später ein Shortcut für die andere Seite. Ich mag das Gebiet hier. Das ist mal ein bisschen was anderes. Vor allem, weil es... Ich glaube, es ist das einzige Schneegebiet in dem Spiel. Aua. Ah. Ah Gott, die Typen. Aha. Die machen Gift oder Toxin, wollten wir eins von beiden. Ah, es war Gift. Gift, 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 Gift. Wo sind hier? Wo sind die Kräuter? Giftansammlung. Hier. Kam hier, genau. Ich mache erstmal den anderen noch. Bevor ich mich heile, weil sonst vergifte ich mich direkt wieder. Oh, jetzt kann ich mich heilen. Und da drüben sehen wir noch einen rumspazieren. Jetzt ist er weg. Ist gerade verschwunden, aber man hat ihn gerade gesehen. Okay, ich glaube, das ist doch kein Gift. Das müsste dann das sein. Ja, okay, das ist es. Dann lege ich das kurz hier rein. Falls wir nochmal vergiftet werden. Und dann geht's weiter. Aua. Wen höre ich denn hier die ganze Zeit laufen? Ist hier unten einer? Hm. Ja, ich weiß, da geht's noch weiter runter, aber ich guck mal kurz. Ging das hier? Nee, ich glaube, da kommen wir mal anders ran. Du machst hier so komische Geräusche. Weiße Ratten. Die natürlich auch toxischen Schaden machen. Und bewachen hier eine Seele. Ich glaube, von dort kommt man ran, wenn man von ganz oben runterspringt. Ich glaube, da kann man nicht rüberspringen. Ich kann es nochmal probieren. Er springt nicht mal. Alter. Okay. Aber ich glaube, das ist eh zu weit weg. Ich glaube, so weit kann man nicht springen. Hier müsste nämlich irgendwo eine Leiter sein. Ich glaube, die ist... Nee, warte, die ist hier. Hier ging es auch noch lang. Nee, hier nicht. Jetzt kommen sie. Oh, ich wollte gerade sagen, irgendwann kommen doch hier diese Harpien. Ah, von denen man sich nicht greifen lassen sollte. Alter, wie viel die aushalten. So. Okay, die kommen, wenn man das Item greift. Und jetzt kann man hier runterspringen, genau. Kann sich das Item holen? Getrocknete Finger, was ist das denn? Getrocknete Finger mit mehreren Knöcheln. Getrocknet und trotzdem noch etwas warm. Die Zahl der Knöchel zeigt, dass es sich nicht um Menschenfinger handeln kann. Stand jetzt nicht da, was sie macht. Ich glaube, irgendwas mit PvP.
Och du Scheiße. Oh, das nenne ich mal eine astreine Abkürzung. Das wollte ich gar nicht. Aber cool, kann ich gleich das Tor hier aufmachen. Das wollte ich gar nicht. Shit, habe ich Brandbomben? Hier sind ganz viele Gegner. Die Phalanxe. Die sind sehr anfällig gegenüber Feuerschaden. Machen aber sehr viel Schaden. Und sie werfen die Speere auch. Aber sie sind sehr langsam. Wie man sieht. Man sollte sich nicht treffen lassen. Die machen gut Schaden. Okay, ich heile mich mal kurz. So, gleich nochmal nach oben. Ich habe jetzt eine Abkürzung genommen. Eigentlich wollte ich ja über die Brücke laufen. So, zwei sind's noch. Okay, das war's. Aber gut, wenn ich schon mal hier bin, werde ich gleich mal hier runtergehen, alles abfarmen. Hier sind noch ein paar Gegner und ein paar Items. Hier, Feuer. What? Oh, okay. Aber gut, ich habe die Abkürzung ja gerade freigespielt. Unabsichtlicherweise. Aber wieso sind die nicht One-Hit? Das nervt gerade ein bisschen. Okay, die sind wieder respawned, die mache ich jetzt aber nicht. Ich habe gesehen, die sind sehr langsam. Deswegen kann man sie auch eigentlich ignorieren. Man sollte sie nur nicht in der Nähe stehen bleiben, weil sie halt die Speere auch werfen können. So. Hier ist zum Beispiel ein Item, noch eine gute Seele. Sehen, die sind immer gut. Kann man sich immer gut Seelen holen. Also, sie einlösen und damit mehr Seelen holen. Seele. Noch eine Seele. Ich glaube, hier hinten war doch auch noch was. Aber wie komme ich hier hoch? Ich weiß gar nicht, was es für Boxen sind. Ich glaube, da waren die Phalanx-Typen drin in den Boxen. Genau, hier ist noch ein Item. Pyromantie. Okay, dann habe ich das abgehakt. Dann würde ich... Ich glaube, erstmal hier lang gehen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo man hier... Wo ich am besten lang gehe, weil ich ja... mir sehr, sehr viel Grad erspart habe. Wo ich... Okay, verschlossen. Hier brauche ich einen Schlüssel. Hier hilft der Geheimschlüssel nicht.
Oh shit. Oh. Mit denen habe ich gerade nicht gerechnet, dass sie so nah sind. Aber ich darf die Seelen ja dann nicht liegen lassen. Wie waren es? 23.000 oder so? Wo finde ich nochmal den Schlüssel? Der muss oben irgendwo sein. Oh, 26 sogar. Ja, da war hier ein Item. Nein. Oh Gott. Bitte lassen Sie mich durch. Ah, Bogenschütze, wo? Da. Genau, das Item wollte ich hier noch runterschlagen. Und dann ging es noch hier weiter, genau. Ah genau, den Schlüssel finden wir hier unten, glaube ich. Gott, wie ich diese Stelle hasse. Da kommt schon der Erste. Fuck, fuck. Diese Räder, ey. Geradeaus ist eins. Dass sie immer wegrennen müssen. Oder wegrollen. Alter, geil, das Knochenschild. Bin ich hier gerade safe? Das droppt nicht so häufig bei denen. Knochenschild. 90, 30... 30, 51 Blitzwiderstand. Ist nicht so geil. Wow. Oh Gott, zwei, ey. Oh, die sind so fies, die Dinger. Kann ich mir aber das Item hier holen. Müsste eigentlich noch unten liegen. Ja, da liegt's. Ist das, was ich gerade da unten, da oben runtergecuttet habe? Ah, nicht runterspringen. So. Jetzt machen wir nochmal die Skelette. Wie gesagt, wir müssen da unten hin, weil da müsste der Schlüssel sein, um durch die Tür zu kommen. Und hier ist, glaube ich, auch der einen Schalter, den ich betätigen muss. Alter. Alter, what? Gott, ist das anstrengend. Ein Vorteil hat's immer, wenn man so oft stirbt. Solange man es schafft, seine Seelen wieder einzusammeln,
farbt man gut. Ich meine, da liegen jetzt schon 30.000. Nein. Alter. Guckt es euch an, ey. Der hat mir meine komplette Ausdauer genommen. Und mich danach immer noch getroffen, ey. So, geradeaus im Licht steht wieder einer. Da ist er. Ah, what? Oh, man darf nicht mal von hinten an die ran. Da ist einer. Zwei sogar. Eigentlich hat er uns nur leicht getroffen. Alter, das ist ein Witz. Was soll man da machen? Oh, ich lebe ja noch. What the fuck? Oh, what the fuck? Ich lebe noch. Aber habt ihr das gesehen, Alter? Was soll man dagegen groß machen? Hier ist der Schalter. Da ist noch einer. Alter. Und noch eine Flask. Seele. Hier ist der Schalter. Der müsste jetzt oben... Ah, genau. Ich weiß, welches Tor der öffnet. Dass wir nicht mal sehen, weil es hinter der Nebelwand ist. Wie geil. Da ist es. Weil wir halt einen vollkommen anderen Weg gegangen sind, als es eigentlich geplant war. Wir haben gerade die Tür geöffnet, damit wir zum Endboss kommen schon. Bisschen ungeplant. Auch Seele. Warte mal, wo gab's denn nochmal den Schlüssel? Weil wir haben nämlich in diesem optionalen Gebiet hier gibt es auch noch eine Glut für einen Schmied, die wir brauchen. Und ich weiß auch wo, aber da brauchen wir halt den Schlüssel. Jetzt müssen wir mal gucken. Und auf jeden Fall alles unsichtbare Wände. Also unsichtbar ja auch nicht ganz. Wenn man überlegt, weil man sie ja eigentlich sieht. Da ist er. Den habe ich gesucht. Und von da sind wir gekommen. Hier sind wir gerade rein. Dann gehen wir jetzt hier rein. Alter! Jetzt darf ich dem hinterherrennen die ganze Zeit. Ah, endlich. Okay, von da sind wir gekommen. Immer ein bisschen orientieren. Hier ist Sackgasse. Aha, hier ist die Leiter. Dann hatten wir noch Eingang hier lang. Oh, das ist ein Witz, ey. Das ist so lächerlich, diese Skelette. Zum Glück begegnen die uns nur in einen anderen Spot im Spiel. Weil das sind echt so einer der schlimmsten Gegner im Spiel.
Ich gehe jetzt aber woanders runter. Also ich gehe jetzt da runter, wo wir gerade die Leiter gesehen haben. Und hole mir vorher noch dieses Item hier. Noch eine Ritterseele. Ich glaube, das sind 1000er oder 2000er Seelen. Also gar nicht so klein. Ring der Opferung kennen wir auch schon. Das ist der Ring, wenn man stirbt, keine Seelen verliert. Aber ich finde die irgendwie nicht so geil. Also, klar, sie sind sinnvoll. Aber wenn man halt einmal stirbt, sind sie weg. Kann man halt machen, wenn man sehr viele Seelen hat und gerade zum Boss geht oder so. Anders würde ich nicht verstehen, wo man den gebrauchen könnte. So, das waren irgendwie 36.000 Seelen, die ich gerade verloren habe. Nice. Wegen diesen Ätzgegnern. Aber ganz ehrlich, ich werde eh bald irgendwann mal eine Farm-Session einlegen und werde ein paar Level hinterher leveln. Weil ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt schon mit den 30.000 bestimmt so 80.000, 90.000 insgesamt in dem Spiel schon verloren. Und das sind halt einfach mal 6 Level oder so. Also ich werde auf jeden Fall demnächst mal hinterher leveln. Bin mir auch nicht genau sicher, wo. Hier ist ein guter Spot, weil es hier gut Seelen gibt. Mal gucken. Ja, die sind schon ätzend. Ey, ihr habt gerade gesehen, ich stand nicht in ihm drinne. Ich stand neben ihm. Er ist an mir vorbeigerollt. Und trotzdem hat er mich getötet. Okay, ein Schlag noch. Sieht er uns? Ja, er sieht uns. So, der hat uns gerade getötet und uns 30.000 gekostet. Pyromantie, Feuerflut. Toll. Dafür habe ich jetzt 30.000 Seelen geopfert. Oder 36, oder wie viel das auch immer waren. Okay, ich töte mal die Phalanx oben nochmal. Die haben ja, glaube ich, pro Typ hatte. Oh, Alter. Alter, sind die mir hinterhergekommen? Ist schlecht. Ich glaube, hier kann man die nicht so gut umkreisen. Waffe in Gefahr. Shit. Okay, wenn Waffe in Gefahr ist, brauche ich gegen die nicht weiterkämpfen. Okay, dann gehe ich jetzt zum Feuer zurück, repariere. Und dann gehe ich jetzt mal oben lang. Zerbrochenes Schwert, super. Das reparieren, das kann ich auch reparieren und fertig.
Aufsteigen können wir eh nicht. Weil wir unsere ganzen Seelen verloren haben. Ich gehe jetzt mal oben lang. Wir haben ja oben jetzt noch nicht alles gemacht. Gleichzeitig. Okay, nicht vergiftet. Okay, hier waren wir drinnen und sind dann aus Versehen runtergesprungen und hier wollte ich eigentlich lang. Hallo. Das ist der scheiß Bogenschütze. Steck fest. Okay. Alle tot? Nein, einer lebt noch. Okay, jetzt kann ich mich heilen. Toxic heilen. Perfekt. Nice. Das ging auch ganz gut. So hätte ich mir gewünscht, würde der Rest auch gehen. Ich schlage mal runter. Ich hebe mir nachher auf. Ganz kurz überlegen. Hier unten auf jeden Fall dieses Item. Mal gucken wir aber von der anderen Seite hin. Konnte man hier irgendwie runterspringen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da stirbt man. Das Item haben wir auch schon von draußen gesehen. Warte, bevor ich hier runtergehe, war hier noch was? Ich glaube, hier stand einer von den Feuerspuckern oben und ist runtergesprungen. Die kennen wir auch schon. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal erklärt mit dem Fluch und dem Eierkopf, dass man keinen Helm mehr tragen kann. Wann genau der ausgelöst wird, weiß ich nicht. Ich habe immer mal gehört oder gelesen, dass es da macht, wenn man diese Typen mit den Eierköpfen tötet. Also die Diener von den... von Killak. Es könnte aber auch sein, dass es passiert, wenn man den Eid bricht. Wenn man an den Eid eintritt und dann den Eid bricht. Was machen hier so komische Geräusche? Ach, sind wieder diese Ratten. Hey, gibt's echt gut Seelen. Wir haben schon wieder 13.000 voll. Fast 14. Ah, das kennen wir ja. Gemäldehüter, Kapuzen und Rüstung. Die haben wir ja vor dieser Welt gesehen, wo wir ins Bild gegangen sind quasi. Immer noch diese Geräusche. Weil ganz nach oben kommt man eigentlich nicht.
Da ganz hinten, da sehen wir auch die Nebelwand, ist der Boss. Die Tür haben wir schon offen gemacht. Die ist hier in diesem Turm, untere Etage. Dann kann man da unten lang laufen. Da oben sehen wir nochmal so ein Drache. Nenne ich es mal. So ein Untoter. Genau, hier da unten waren wir gerade. Ist also ein bisschen kompliziert hier, weil die Welt ganz schön verwinkelt ist. Genau, da ist noch ein Item. Ich glaube, hier ist nichts. Unten. Man kann hier runterspringen, aber ich glaube, da ist nichts. Hier kommen wir rein. Ich gehe aber erstmal hier lang. Ah, er wird wach. Hallo. Jetzt in die Mitte gemacht. Hab ich getroffen? Hab ich ihn überhaupt schon getroffen? Ach, deswegen macht das wahrscheinlich in die Mitte. Okay, ich treffe ihn. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, ein Schild brauche ich hier nicht. Nehmen wir mal das Schild an. Kuckuck. Der geht hier ein bisschen einfacher als der andere, weil wir wesentlich mehr Platz haben. Oh Gott. Alter. Puh. Das war knapp. Trau mich keinen dritten Schlag. Ich weiß halt nicht, ob der durch Blutung. Okay, der kriegt aber gut Schaden. Komm, spuck. Ja, als Magier ist es ja ganz einfach. Wenn man einfach hinten stehen bleiben kann und einfach volltexten mit Magie. Ui, 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 weg, weg, weg. Ui, 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 das war knapp. Oh, er ist tot. Nice. Das ging noch ganz gut. So, hier ist. Oh, hier ist Drachenstein. Hat er gedroppt. Dann haben wir hier noch das Blutschild. Und hier liegen seine Reste. Die man witzigerweise zwar nicht töten kann, aber man kann die. Moment. Irgendwas konnte man mit denen machen. Wie war denn das? Oh, nicht runterfallen. Ha. Man konnte die eigentlich mit einer bestimmten Attacke
entfernen, quasi die. Ich weiß gerade nicht mit welcher Attacke. Eigentlich, meiner Meinung nach, war es eine Stichattacke. Vielleicht ist es die falsche Waffe. Warte mal. Oder zu wenig Schaden. Warte mal, wir haben doch hier bestimmt eine gute. Warte mal, Claymore? Auch nicht. Normalerweise kann man die Beine hier wegmachen. Die springen dann hoch und dann kann man da an denen vorbeilaufen. Und könnte eine Abkürzung zum Boss nehmen, wenn man dann halt weiterlaufen kann und hinten runterspringen. Da muss man nicht den ganzen Weg, den ich gemacht habe, unten mit den Skeletten und so machen. Aber ich weiß gerade nicht, warum das nicht funktioniert. Probieren wir nochmal mit der Waffe. Ach ja, die Waffe hat er, stimmt. So eine Attacke hier. Die habe ich nie benutzt. Ich verbraucht aber sehr viel Haltbarkeit der Waffe. Die ganzen Drachenwaffen haben so eine Attacken. Okay, ich wollte ja eh den regulären Weg gehen. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat. Ich glaube, man kann sogar hier irgendwo runterspringen. Ich glaube, man kann von hier, wenn man gut zielen kann, da unten auch hinspringen. Und dann braucht man das Tor unten auch nicht aufmachen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, hier zum Boss zu kommen. Ja, ich gehe erstmal runter. Ich zeige euch eigentlich, was ich meine. Hier ist nämlich das Tor. Eigentlich ist das der reguläre Weg. Hier ist das Tor, durch das wir noch nicht durchkommen. Weil es noch zu ist. Und dann kann man auf der anderen Seite halt durch diese Wand hier gehen. Und ist quasi hier. Weg. Was hatten wir hier nochmal? Ach, noch eine Menschlichkeit, okay. Also die Gegner, kleiner Tipp, falls ihr die auch mal machen wollt, die müssten meines Wissens sehr anfällig gegenüber Feuer sein. Man hat ja hier auch mehrere Pyromantien gefunden in dem Level. Da ich gerade nicht auf Pyromantie geskillt bin, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber die gehen ja auch so. Nebenbei, man braucht sie gar nicht von vorne probieren, weil da blocken sie eh alles. Und jetzt können wir nochmal hier durch die Tür gehen. So, den haben wir schon mal gesehen, den haben wir von der anderen Seite gesehen, wo ich meinte, hö, ist der verschwunden? Da ist er wieder. Guck mal, ob ich den... Shit. Ich würde ihn gerne töten, ohne dabei vergiftet zu werden. Ah, hat nicht geklappt. Shit, da haben wir geschlagen. Au, 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 ah. Au. What? Ah! Oh Gott, die kam auch noch. Von wo kam die nochmal? Kam die von ganz oben? Ich glaube,
glaube von ganz oben. Ich weiß nicht, warum ich mich so komisch anstelle. Normalerweise ist das alles gar kein Problem. Ich wollte mich halt nur nicht vom Toxic heilen, weil ich halt wusste, da unten stehen auch noch zwei. Bevor die mich wieder vergiften und ich insgesamt drei von den Blüten, wo ich nur sechs von hab, verbrauche. Hatte ich eigentlich vor, die schnell zu töten und dann halt, ja, ihr wisst schon, mich da zu heilen. Oh, nice. Waren das Diebern? Ich glaube, das waren Diebern, die da runterkamen. Schnell weg. Oh, ich hab ein Schwert. Die Dame hier, die springen auch gerne mal einfach in Tod. Ich glaube, und eine ist auch gerade in den Tod gesprungen, weil wir kämpfen gerade nur gegen eine. Vor der Attacke aufpassen, da greifen die und greifen dich von oben und sitzen auf deinen Kopf und töten dich. Sollte man vermeiden. Da gab es schon Wiedersehen. Ich glaube, da ist wieder ein Vogel in den Abgrund gesprungen. Weil die sitzen auch da ganz oben und manchmal springen die einfach runter in den Tod. Was ganz witzig ist. So, hier ist die dunkle Blut. Und hier ist nichts. Schon wieder 31.000. Mal, wie viele Seelen man hier bekommt. Die nicht verloren hätten wir schon 60.000, ey. Hier ist das Item, wo ich sagte, man kommt von der anderen Seite ran. Und dann können wir hier nochmal nach oben. Nicht auch so eine Vogelfiecher? Ich habe Angst, dass die mir auf den Kopf springen. Da, das meine ich. Ich springe ihn direkt an. Mistviecher. Mistviecher. Sehe nichts. Nicht bewegen. Okay, einer ist in den Abgrund gesprungen. Nice. Das wollte ich. Andenken der Verkältung. Ich glaube, ein eigentlich PvP-Item, also was man als PvP-Belohnung bekommt, wenn man einen anderen Spieler tötet, wenn man in einer bestimmten Fraktion drin ist. Aber kann man scheinbar auch hier farmen. Weil viele, tatsächlich viele PvP-Sachen kann man auch im PvE farmen, haben aber eine sehr, sehr geringe Drop-Chance. Was halt praktisch ist, wenn man hier zum Beispiel wie ich den Ring trägt. Dass man halt besser Items findet. So. Ah ja, genau, da ist noch ein Item. Rüstung gucke ich demnächst auch mal, ob wir da mal wieder eine Verbesserung haben. Aber dafür müsste ich halt theoretisch auch noch ein bisschen leveln, damit wir schwerere Sachen tragen können, zum Beispiel. Hier muss ich jetzt, glaube ich... Nee, wo muss ich denn lang? Kann hier runter. Da unten war auch eine Rüstung drinne, also da drinne, aber ich will hier gar nicht runter. Und da kam man, glaube ich, nicht weiter. Komme ich hier runter? Auch nicht. Shit, wo komme ich denn jetzt hier runter? Hier ist auch so niedrig.
Okay, ich glaube, ich muss hier runter. Alter. Ah, doch, hier sind wir. Ah, das ist gut. Hier waren wir schon mal. Hier ist der Typ. Der hat uns von hinten angegriffen. Und tschüss. Fuck. Schnell weg. Scheiß auf Gift. Schild hoch und weg. Nice. So, dann sind wir wieder hier. Jetzt habe ich hier alles gemacht, hier alles gemacht. Jetzt können wir hier reingehen. Ich hoffe, dass die Vogeldamen jetzt mal mittlerweile alle weg sind. Nein, da ist noch eine. Oh, da ist noch eine. Ah! Oh, das ist so traurig. Hm. Wenn man mal überlegt, dass ich trotzdem Progress mache, weil ich ja trotzdem die ganzen Items mittlerweile einsammle und dann die Wege nicht nochmal gehen muss. Oh. Zerbrochenes Schwert. Ah, ich überlege immer noch bei Dark Souls 1, ob es einen Händler gab, wo man zwischendurch immer Items verkaufen konnte. Ich weiß, dass es Dark Souls 2 gab es definitiv ein. Und Dark Souls 3 glaube ich auch. So, unsere Seelen müssten irgendwo ganz oben liegen. Und ich weiß gerade nicht, wie ich da rankomme. Also am kürzesten natürlich. Ich weiß, wie ich rankomme, aber den kürzesten Weg. Ah, hier ist der kürzeste Weg. Und wir sind wieder hier. Da sieht man, manchmal springen sie einfach runter und verletzen sich. Und manchmal springen sie einfach in den Tod. Okay, sie ist nicht in den Tod gesprungen. Aber die dürfte uns jetzt nicht mehr auf den Sack gehen. Ich glaube, die kommen nicht bis hier oben. Weg! Nein! Ah! Okay, sie hat es nicht geschafft. Normalerweise haken die sich halt auf den Kopf fest. Und machen halt viel Schaden. Ich glaube, durch die Treppe hat sie es nicht geschafft. Kommt da noch eine? Ja, natürlich. Oh Gott! Das ist halt so dumm, mit denen auf dieser Treppe zu kämpfen. Weil wenn die sich bewegen und man ist angelockt, also man ist, hat sie anvisiert und man bewegt sich halt wie so ein Magnet immer mit den Gegnern mit. Und wenn die plötzlich, wenn man halt an sie ranläuft und sie halt an dir vorbeispringen und, ha, ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ich möchte nicht dem Spiel die Schuld geben, das ist ja meine eigene Schuld. Aber es ist halt manchmal so blöd. Ganz oben liegt halt noch ein Item, was ich haben will. Und dann sind wir eigentlich durchs Gebiet durch. Dann würde ich gerne die Seelen benutzen. 36.000. Vielleicht 40.000, wenn ich durch bin. Und dann können wir hier gleich den Gang lang laufen. Also das ist tatsächlich jetzt das Letzte, was ich in diesem Gebiet mache. Und dann kommen wir schon zum Endboss. Da lang. Aber ich will unbedingt das Item noch oben haben, weil wir kommen in diese Welt nicht mehr zurück. Also ich werde hier nicht mehr zurückgehen. Obwohl man hier sehr gut Seelen farmen kann, glaube ich. Was heißt, glaube ich?
Man sieht's ja. Immer noch, oh Gott. Jetzt ist er tot. So, zwei noch. Da sind die Seelen. Komm, tu mir einen Gefallen, spring runter. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich steck fest. Nein, nein, nein. Das meine ich. Okay, jetzt ist es offiziell, dass ich 70.000 Seelen hier verloren habe. Jetzt ist es auch offiziell, dass ich demnächst farmen gehe. Ich weiß auch schon wo. Das ist... Naja, es ist eigentlich ein zukünftiges Gebiet, also da kommen wir noch nicht hin. Beziehungsweise da gehen wir nach diesem Gebiet hin. Dann werde ich das Gebiet auch einmal durchmachen, alle Items sammeln und dann werde ich dort ein bisschen Seelen farmen. Und da kann man ganz gut farmen. Oh, das ist halt so lächerlich. Seelen, ey. Nur wegen diesen scheiß Vogelviechern. Und den scheiß Skeletten. Also man merke, in diesem Gebiet gibt es richtig ätzende Gegner. Immer noch nicht tot, Alter. Hier sind 1000 Seelen oder so. Nee, doch, nicht mal. Gar keine Seelen. Nice. Das ist die Krähe, die tatsächlich runterspringt, wenn man da hinten, da wo die, oder Symbolspektren? Wofür war der nochmal? Ich glaube, das war unnütz, jetzt den zu holen. Ich glaube, dafür habe ich echt meine Seelen gerade verschwendet. Wenn man unten die Glut holt, müsste mindestens der Vogel da runterspringen. Oh, okay, jetzt habe ich aber keinen Druck mehr mit den Seelen. Kann ich auch direkt zum Boss gehen. Beziehungsweise der eine Vogel. Also ich sag immer Vogel, aber Harpien sind's ja. Da ist er. Tot. So, wie gesagt, wenn man den Schalter unten umgehauen hat, gedreht hat, kann man hier lang gehen. Hier warten auch noch mal ein paar Gegner auf uns.